vielen Dank. Und ich muss mich wundern, als ich draußen war in dieser schönen Temperatur, dass Sie überhaupt und ihr, ich duze euch einfach mal, bei uns duzen sich alle, also wir gehen mal jetzt auf Agenturlevel, dass Sie oder dass ihr an diesem wunderschönen Abend hier sitzt, aber wahrscheinlich ist das auch Pflicht oder auf jeden Fall ist das vielleicht auch was Besonderes, weil das ihr selber organisiert. Es ist eine tolle Sache. Ich habe mir ein paar Vorträge angeguckt. Ich habe aber auch gesehen, ich glaube, ich bin der Erste aus einer Agentur hier. Also ihr kennt jetzt Merck, ihr kennt andere Großunternehmen, die Top des DAX, aber wahrscheinlich noch keine Agentur. Hat denn schon mal überhaupt jemand eine Agentur von innen kennengelernt von euch? Ja? Das heißt auch, wenn ihr Fragen habt, nehmen wir das ein bisschen anders. Ihr könnt gerne, gerade wenn es so um so ein paar fachliche Sachen geht, im zweiten Teil des Vortrags stellt ruhig Fragen. Ich versuche das mal zu beantworten und trotzdem in der Zeit zu bleiben, dass ihr dann nachher wirklich auch nochmal raus könnt. Ja, vielleicht das Besondere ist, wir haben, sagen wir mal so, die Agentur selber gegründet. Wir, ich spreche immer von wir, weil wir, das ist mein Bruder und ich, wir sind so sozusagen beide, sind auf die Idee mal gekommen und das war auch schon 86 und das war ungefähr in der Zeit, ich würde mal sagen, wie ihr heute sitzt. Also wir waren am Anfang des Studiums oder ihr sagt glaube ich schon ein bisschen weiter, aber am Anfang des Studiums, da ist die Agentur entstanden. Natürlich nicht immer die ganze Zeit Fulltime, aber wir waren ja auch unterwegs und haben auch studiert und nicht nur gefeiert oder die Agentur gemacht. Ist die Agentur eben schon früh gegründet worden und das ist auch vielleicht ein bisschen was Besonderes. Also meine Rolle ist es dann, ich kann ja noch mal sagen, was ich studiert habe. Also ich habe selber BWL in Hamburg studiert, 2 Jahre. Damals gab es das noch mit dem Diplom, Vordiplom gemacht und dann bin ich abgeschwört ins Ausland nach Johns Hopkins. Ist heute eher bekannt geworden durch Medizin, weil die immer diese Corona-Datenbank gemacht haben. Und ist auch eine Medizin-Uni, aber man kann auch Wirtschaftswissenschaften studieren. Ich habe also Volkswirtschaft studiert. Nach einem Jahr bin ich in ein PhD-Programm reingekommen, habe es dann aber nicht fertig gemacht, weil die Agentur rief, also etwa so nach 2 Jahren ausgestiegen. Und das war aber eine tolle Erfahrung, auch mit tollen Professoren. Deswegen kann ich euch auch beglückwünschen, dass was ihr studiert, ist geil. Allerdings muss ich sagen, wenn ich damals gucke, wir hatten Hamburg Journalistik, aber Wirtschaftskommunikation, das ist noch was Neues, das gab es da noch gar nicht. Und wenn ich mal gucke, heute viele Leute bei uns haben Wirtschaftskommunikation oder generell Kommunikation auch studiert in der Agentur. Das ist vielleicht auch noch mal was Neues. Wir haben bei uns einen Vorstand und der Vorstand, da gibt es auch eine Frau drin, Eugenia Lagemann, die managt die PR-Agentur, also sie könnte eigentlich auch heute hier stehen, und Ralf Holterhoff, der Finanzvorstand ist, und Matthias Wesselmann, unser 5. im Bunde, der, wenn ihr die aktuelle Kommunikationspresse lest, hat uns gerade verlassen, es wurde gerade bekannt gegeben, geht zu einer anderen Agentur, passiert auch mal. Aber ich habe ja auch dann irgendwie 2 Rollen. Ihr habt also, die Fragen hier stehen immer, ja, wie verhält sich das Management? Ja, Management ja, kann ich sagen, aber auf der anderen Seite bin ich ja auch so ein Unternehmer, also auch ein Gründer, und zwischen Manager und Unternehmer ist nochmal ein gewisser Unterschied. Manchmal, na, auch der Unternehmer muss auch managen, aber vor allem hat der Unternehmer mehr Spaß im Leben, weil das ist, der macht das auch für seine eigene Tasche, haftet aber auch und hat seine eigene Verantwortung. Das ist also was besonders Tolles und ich glaube auch diese Start-up-Kultur, die ist ja inzwischen auch ziemlich hip geworden. Ja, ich zeig mal, eigentlich, wir haben auch eine Mission-Story und die ist auch ganz neu quasi. Diese Story, die heißt A Good Narrative Can Remake the World. We'll get you into yours. Das ist sozusagen das Versprechen an unsere Kunden. Und das ist sehr kurz. Das ist auch das, so eine Art Leitlinie für die Mitarbeiter. Und das ist vor allem was, mit dem wir mit dem Management auch sprechen können. Ich brauche ja als Agentur was, mit dem ich nicht nur mit dem Pressechef oder mit dem Marketingchef, sondern auch mit dem DAX-Vorstand sprechen kann. Und das ist das in etwa, was ihn am meisten interessiert. Weil der guckt immer Elon Musks Firma an und wie der das schafft, mit Elektroautos so eine Bewertung zu kriegen und weswegen sein Unternehmen nur so bewertet ist. Und dann können wir ihm sagen, ja, du musst mal was an deinem Narrative tun. Natürlich musst du auch was darunter machen, aber dieses Narrative, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Aber dieses Narrative,
da haben wir auch so ein bisschen eigene Narratives entwickelt und ich will euch auch nochmal ein bisschen was erzählen, was ihr gar nicht mehr vielleicht miterlebt habt. Kennt ihr diese Garage? Wenn ihr das rechte Ding seht, wahrscheinlich. Das ist die Garage von Steve Jobs. So, und in dieser Garage, was ist da drin passiert? Da saßen diese Jungs und haben geschraubt. Und das ist eine nette Gründergeschichte, aber die hat auch so ein bisschen was mit unserer eigenen Firma zu tun, wie die entstanden ist. Und das wollte ich zumindest mal heute Abend mal ein bisschen mitbringen und erzählen und daraus auch mal ein bisschen gucken, wie wir eigentlich weitergekommen sind und wie so Innovation stattgefunden hat. Und aber das werdet ihr jetzt nicht erwarten, weil das sozusagen Erste, was wir herausgegeben haben, also erstmal, das war, wir hatten keinen Keller, wir hatten keine Garage, sondern einen Keller bei uns zu Hause. Und da war ich neulich drin und habe mir mal diese Zeitung rausgeholt. Das ist ein Schülermagazin. Und das war das, womit wir eigentlich unsere Firma gestartet haben. Und wie so viele, heute ist es vielleicht das Blog oder ein Influencertum oder was weiß ich. Aber wir haben damit mal gestartet und das war auch eine ganz lustige Geschichte. Mein Bruder, der war sozusagen in der Schülervertretung, auch Schülersprecher. Und dann haben die mal eine Schülerzeitung rausgegeben, die hieß 0815. Und ich war total beeindruckt, weil die hatten eine Anzeigenseite für 250 D-Mark verkauft. Und dann haben wir überlegt, geil, das machen wir auch, damit kann man ja richtig Geld verdienen. Wir machen eine kostenlose Schülerzeitung, aber die machen wir nicht nur für eine Schule, sondern immer in Regionalausgaben. Also eine Regionalausgabe für zwei Schulen und dann gab es davon 8 Stück. Und die haben wir dann rausgegeben, auch ein paar Jahre lang. Und 100.000 Euro im zweiten Jahr gemacht, Umsatz, die Hälfte davon fast Gewinn. Das war schon mal das Geld fürs Studium im Prinzip. Aber nicht nur das Studium, sondern wir konnten uns damit dann auch so einiges leisten. Wir konnten sozusagen investieren. Das Kapital war sozusagen da. Weil wenn man die so ansieht, die ist auch layoutet und diese hier ist schon, ist zwar nicht ganz so schick, aber was wir damals konnten mit einem sozusagen mit Geräten layoutet, also nicht nur einfach so mit der Schreibmaschine, sondern die erste Anschaffung war eine Typo-Schreibmaschine, die konnte Blocksatz machen, dann kam Composer und dann kam der. Das ist jetzt unser schönes Stück, Macintosh 512. Wir sind dahin gegangen und so sah das früher aus, die digitale Kommunikation. An diesem kleinen Bildschirm musste man layouten. Es war das erste Gerät, mit dem man überhaupt layouten konnte. Und da haben wir diese Schülerzeitung dran layoutet. Kostete übrigens 26.000 Mark. Dann waren wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir im ersten PageMaker, das ist die Software dazu, Prospekt, als eines von 3 Anwendungsbeispielen in Deutschland waren. Also kann man eigentlich sagen, so retroperspektiv, weil das war so eine Innovation zu der Zeit, wir waren die Ersten, wir waren eigentlich die erste Digitalagentur in Deutschland. Könnte man ja fast so meinen. Internet gab es nur so für Studenten, also für die Uni ein bisschen, aber sonst nicht. Und ja, das war digitale Herstellung von Druckvorlagen, zumindest mal. Das war so ein bisschen mal eine Geschichte zu Compass. Und da müsst ihr dann auch noch sehen, es wird immer gefragt, also meistens fragen so die Leute, was machen Sie denn und was macht Ihr Bruder? Oder was machen die anderen Manager sozusagen der Firma? Normalerweise in einer Agentur gibt es einen, der macht das Kaufmännische und einen, der macht die Kreation. Das gab es bei uns nicht, aber mein Bruder Bernhard, der ein Jahr jünger ist, der hat übrigens auch in Hamburg und dann in der LSI studiert und auch einen Abschluss gemacht. Der ist sozusagen, der hat immer diese Rolle des Change Agent, würde ich mal sagen, in der Firma, des Innovators. So der stachelt alle immer wieder auf nach 2-3 Jahren und krempelt alles um. Und natürlich wird er nicht lange raten, woher dieses Narrative-Thema kommt, das kommt auch von ihm. Das hat er entwickelt und das dauert auch manchmal eine Zeit, bis man es in der ganzen Firma umsetzt. Aber das war dann sozusagen die Sache. Und genauso ließ er mich dann jämmerlich alleine mit noch ein paar anderen Leuten mit der Schülerzeitung. Ich meinte, wir könnten damit noch viel Geld verdienen. Und er sagte, wir müssen eine Agentur gründen. Wir gründen diese Agentur damit jetzt, mit dem Ding. Und wir stellen auch für Kunden Sachen her und machen Kampagnen. Obwohl wir natürlich noch nichts hatten, wir waren auch noch im Studium, wir waren ja noch am Anfang des Studiums, sagte ich, quasi 86 war das.
Wir hatten eigentlich nichts, aber wir dachten, wir könnten alles. Gut, wir hatten das Gerät und wir wussten, wie man schreibt und eine Schülerzeitung macht und layoutet. Ja, und dann haben wir eine Agentur aufgemacht und haben im Prinzip gesagt, nachdem wir den Markt auch mal uns ein bisschen angeguckt haben, machst du jetzt eine Werbeagentur auf? Nee. Werbung, da musst du Filme machen, verstehen wir nichts von. Wir machen eine PR-Agentur auf. Der Markt ist total verstaubt, voll von früher, sag ich mal, so ein bisschen, so ein kleiner Zirkel von Leuten, alle ein bisschen schon älter, also auch nicht jung älter, sondern älter. So meistens gestandene Journalisten und so, die sich dann irgendwie nochmal selbstständig gemacht haben, die Sprecher genauso. Und da gesagt, ja, das ist doch ideal, das bietet das Potenzial, das ganze Feld aufzurollen, sozusagen. Und das war der Anspruch von Anfang an. Wir wollten das aufrollen. Wir wollten nicht irgendeine kleine Nummer sein, sondern wir dachten schon, da gibt das Potenzial in dem Markt. Nicht? Und also waren wir gar keine Digitalagentur, sondern wir waren eine PR-Agentur und die hieß damals Media Concept. Und, aber das Produkt war vielleicht noch ein bisschen unspektakulär, weil da flatterte uns zu Hause ins Haus so eine Broschüre. Kennt ihr vielleicht von euch, also zu Hause oder hier, man kriegt einmal im Jahr so eine Recycling-Broschüre. Wann sind Abfalltermine? Sondermüll, Sonderabfall, wie kann man Müll vermeiden? Und das kam uns nach Hause geflattert, dann sind wir zum Landkreis gegangen, haben gesagt, das können wir besser. Können wir das nicht das nächste Mal machen? Wir bieten das euch an. Dann sagt er, schickt uns mal ein Angebot und wir hatten den Auftrag. So, das haben wir dann während des Studiums für mehrere Landkreise gemacht. Und wie es sich dann so fand, als der sozusagen das Studium gerade zu Ende war und bei mir noch nicht ganz, da kamen die an und sagten, wir müssen mehr machen, es ist hier ein Riesenproblem mit der Umwelt. Und wir waren ja nun ein bisschen auf das Thema spezialisiert. Wir machen eine Kampagne. Wir wollen eine Kampagne machen, alle Bürger informieren, Landkreis Pinneberg und auch ein anderer Landkreis wollte das in noch größerem Stile auch machen. Und dann kamen wir dahin und dann im Landkreis Pinneberg haben die uns nicht zugetraut. Wir waren ja so 23 oder sagen wir, nee, vielleicht 24 und kamen da als Butches an und haben gesagt, nee, der Kreistag, nee. Am Schluss haben wir den Auftrag dann nicht gekriegt, aber im anderen Landkreis haben wir ihn gekriegt für die 500.000 Mark. Und die haben uns vertraut, die haben gesagt, die können das schon, die Jungs. Überhaupt, und das war natürlich dann der Start der Agentur. Außerdem, jedes Mal, wenn uns jemand gefragt hat, könnt ihr das, haben wir immer Ja gesagt. Natürlich. Wenn du sagst Nein, ist doch scheiße. Du musst dann schon irgendwie, du hast ja noch ein paar Wochen Zeit, oder dir das auch anzueignen, was sie fordern. Könnt ihr auch Dialogkommunikation oder sozusagen Bürgerforum leiten? Natürlich. Wir können ja auch noch einen Experten dazu holen oder so. Also immer, man muss das Selbstbewusstsein haben, alles zu können. Und das war sicher auch eine schöne Geschichte. Also, damals vielleicht nochmal, wie das dann so weiterging und warum ich das auch alles erzähle. Es ist eigentlich, weil wir hatten ja die Mission, die Branche so ein bisschen aufzurollen. Oh, jetzt ist da, sehe ich gerade, weil ihr nach hinten guckt. Genau, ihr seht schon, ich habe nicht allzu viele Charts, sondern will ein bisschen mehr erzählen. Und da ich jetzt wenig Kreation heute hier drin habe in dem Vortrag, sondern wir machen ja eher so betriebswirtschaftliche Themen und ein bisschen Schnack, habe ich noch zwei Filme mitgebracht. Wenn ihr wirklich Kreation sehen wollt, habe ich noch mal zwei Top Award Cases, die jetzt nach Cannes gehen, mitgebracht. Wenn ihr Lust habt und Zeit ist, können wir uns nachher noch mal angucken. Das sind 2x2 Minuten. Dann seht ihr noch mal, was kommt denn Kreatives aus einer Agentur, weil die normale Agenturpräsentation ist nur Kreation und nichts zum Management. Ja, also was waren eigentlich dann so Schritte ein bisschen auch der Innovation? Also weil du wirst natürlich nicht in der Branche groß, wenn du alles gleich machst wie die anderen. Also war eine Maßnahme, wir haben die erste Mitarbeiterin, zwar auch eine Mitarbeiterin, die wir da auch so eingestellt haben, war eine Designerin. Fragt man sich, ja, PR und Design. Also wir haben dann tatsächlich Design in die PR gebracht. Und wir haben Kreation in die PR gebracht, wir konnten dadurch Kampagnen machen, Menschen direkt ansprechen und nicht mehr nur Pressearbeit. Wir wollten PR weiterdenken als Pressearbeit. Und später haben wir Digitalkommunikation in die PR gebracht. Also das heißt, auch sehr schnell Digitalleute gehabt, die dieses Thema haben. Wir haben investiert in diesen Bereichen. Und
was hat das eigentlich gebracht? Also wir sind dann in diesen Jahren um 20-80% pro Jahr gewachsen und wir sind heute der Marktführer, auch mit so ein bisschen Abstand. Wir haben etwa, glaube ich, im letzten Ranking, der PR ist gerade raus, heißt Pfeffer-Ranking, also weil der Herr Pfeffer das immer rausgibt, haben wir es dann auf den Platz 1 im vierten Jahr in Folge gebracht, was natürlich ganz schön ist, aber man bleibt da auch nicht einfach so, sondern muss immer weiter Change machen und Innovation, nicht? Aber die Innovation, das hat man gelernt, muss halt immer wieder einen neuen Enkel zur Sache sehen. Aber Möglichkeiten, solche Innovationen zu machen oder den Markt zu verändern, gibt es überall, auch in gerade in sozusagen alten Branchen. Deswegen war unser Learning auch im Prinzip, wenn du weiter wachsen willst und irgendwie erfolgreich sein willst und nicht jetzt, wie ich jetzt hier stehe, dann wieder den Zyklus nach unten genommen haben willst, da musst du immer wieder Wandel machen. Und wie gesagt, mein Bruder, der Agent des Wandels, der immer mal wieder so alle 2 Jahre eine Change-Phase da reinbringt. So zum Beispiel wie diese Narratives, die jetzt gekommen ist. Dazu aber mehr nochmal später. Aber es gibt so viele Unternehmensberater, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Literatur lest, die sagen, also heute ist das total wichtig für ein Unternehmen, steten Wandel zu haben. Man muss sich ständig wandeln. Aber wenn man sich immer wandelt, dann kann man Produkte gar nicht erfolgreich verkaufen, weil so ein Produkt hat ja auch einen Lebenszyklus. Und wenn ich ein gutes neues Produkt habe, auch ein Beratungsprodukt, bis ich das im Markt habe und verkauft habe, das sind 2, 3, 4 Jahre, davon kann ich gut arbeiten. Nur dann muss ich den nächsten Schritt machen. Also steter Wandel funktioniert, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das Wandel, haben wir auch gesehen, das ist was, das musst du immer vom Management reinbringen. Das musst du auch manchmal, du musst überzeugen, aber auch ein bisschen die Leute mitnehmen und reinprügeln, weil die Leute sich nicht so gerne wandeln. Und brauchst immer eine kleine Truppe, die Wandel macht in einem Unternehmen. Und irgendwann springen die Leute dann, wenn du es gut machst, auf den Zug auf. Ich habe dazu auch eine ganz lustige Story eigentlich aus der PR mal, die wir in diesem Wandlungsprozess, da hatten wir, wie gesagt, wir sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre im Markt, dann gibt es die PR-Leute, die quasi immer schon PR gemacht haben. Vor ein paar Jahren kam dann das Thema Content-Marketing auf, neuer Begriff. Der ist heute eigentlich ganz groß und ist immer noch super erfolgreich, weil Content-Marketing heißt Content für die sozialen Kanäle und quasi auch für eine andere Mechanik der Kommunikation, nicht mehr über Fernsehen, wie ich vorhin erzählt habe. Und dann war zum Beispiel so, dann haben wir gesagt, wir nennen uns jetzt Creative Content Group. So, und dann kam aus der PR-Abteilung, ey, das ist doch Quatsch, das machen wir doch schon immer. Machen wir schon immer, klar, das stimmt, machen wir auch schon immer, gewissermaßen. Nur, jetzt verkaufen wir es nicht mehr den PR-Leuten, sondern Marketing-Leuten. Und die Marketing-Leute haben viel größere Budgets. Die PR-Budgets sind nur 1/10 von den Marketing-Budgets. Deswegen war sozusagen der Erfolg der Agentur, dass man zu den Marketingleuten geht und das da verkauft. Aber mit einem anderen, natürlich auch teilweise mit anderen Inhalten, aber auch einer anderen Verkaufe. Also es ist Content Marketing und nicht PR. Vielleicht noch mal so ein bisschen, ich gucke mal, wie es zeitlich aussieht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sind auch noch so Phasen, die für uns ganz interessant waren und wo so Wandel stattgefunden hat. Und dann können wir mal gucken, wo wir jetzt stehen. Zum Beispiel die New Economy, die war für uns auch total interessant mit der Serialisierung und der Hochbewertung, die ersten Hochbewertungen von solchen Startups, die noch kaum Umsatz machten, aber gute Agenturen brauchten. Und dann war natürlich auch die Phase der Durchsetzung des Internets, wo das ganze Büro und die Kommunikation digital geworden ist. Aber was wir so heute sehen, was das eigentlich Interessante ist und was auch hier die Neuerung ist, wenn man das mal betrachtet, ist, dass die Blogs und Social Media und auch Podcasts eigentlich Menschen selbst zu Kommunikatoren oder zu Medien machen. Eigentlich gibt es sicher von euch auch ganz viele, die unheimlich viele Follower haben und die selber eigentlich ein Medium sind. Und vielleicht gibt es auch welche, die schon Influencer sind, also damit Geld verdienen. Und die graben den Medien, zum Beispiel den klassischen, das Wasser ab, weil da fließt das Marketinggeld hin. Und wenn, dann meldet euch, vielleicht seid ihr auch schon in diesen Datenbanken gemeldet, bei uns gibt es also ziemlich viel Influencer-Marketing und das ist ein Weg, das ist auch ein Trigger für Werbung sozusagen, auf eine gewisse Art, die glaubwürdig sein muss. Ja,
Dann vielleicht nochmal, gehe ich mal weiter in der Anschauung. Wenn ihr unsere Agenturgruppe seht, dann seht ihr da auch ziemlich viele verschiedene Agenturen, die alle dazugehören. 9 Agenturen, wenn ich richtig gezählt habe, ja, im inneren Orbit Fischer-Appelt, im äußeren Orbit andere Marken. Erstmal, warum gibt es überhaupt andere Marken? Fragt man sich immer, eine große Agentur würde immer nur eine Marke machen, weil wir im Prinzip daran glauben, dass es auch unterschiedliche Kulturen gibt. Also wir lassen unterschiedliche Kulturen zu, weil die Coder, sowas wie Fork, das ist unsere Internetagentur, die machen Plattformen, sozusagen Plattformen im Internet und Design dafür, die ticken total anders als die PR-Leute oder auch die Werber. Deswegen lassen wir die Marken sozusagen da. Und ich glaube auch nicht, dass das immer der richtige Weg ist für große Unternehmen, alles zu streamlinen, weil nicht jeder tickt gleich. Und das ist auch so ein bisschen wenig Respekt für die Menschen, wenn jeder sozusagen Teil der gleichen Kultur sein soll. Und ich glaube auch, dass ein Unternehmen unterschiedliche Kulturen vertragen kann. Zwar gibt es auch einende Werte, aber es gibt auch Platz für unterschiedliche Kulturen, glaube ich. Wir glauben auch daran, deswegen gibt es bei uns unterschiedliche Brands. Vielleicht nochmal zu gucken, um mal ein bisschen Narrativ da reinzubringen, wie wir denn dazu gekommen sind, und das ist sehr unterschiedlich. Ligalux ist eine Designagentur, seht ihr ganz oben. Das war die erste, die wir neben der PR gegründet haben, weil die Designer bei uns, die haben dann gesagt, wenn wir uns abends mit unseren Freunden so unterhalten, finden die das aber nicht so geil, wenn wir in einer PR-Agentur arbeiten. Das war eigentlich für die Mitarbeiter, haben wir die Marke gegründet, um bessere Mitarbeiter zu kriegen. Das spielt nämlich eine ziemliche Herausforderung. Also nicht für die Kunden. Das hätten wir auch anders verkaufen können, für die Mitarbeiter. Und deswegen gibt es heute Ligalux. Und dann haben wir eine andere Firma, die da drunter ist, Fischer-Appelt Play, die kam dann später. Das war ganz spannend. Da hatte nämlich, als ich weiß nicht, ob ihr euch an Herrn Zetsche erinnert, Herr Zetsche kam und die mergte sozusagen Daimler und Chrysler. Und was er nicht mehr brauchte, war seine Filmeinheit, die sozusagen das Bewegtbild über den Teich gestrahlt hat. Und dann kamen die an und sagten, ja, dann wollen sie es verkaufen. Ein Freund hat mich darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, was sollen wir mit so einer Filmagentur oder mit einer Filmfirma, die euer Firmenfernsehen gemacht hat? Dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir sie gekauft, um es kurz zu machen. Und später haben wir auch noch den Mitbewerber oder Mitbieter gekauft, der in dem Verfahren auch drin war, Adcon aus Berlin. Und die beiden Einheiten haben wir heute zu Deutschlands im Prinzip größter Bewegtbild-Content-Marketing-Agentur zusammengeführt. Heute cool, vor 10 Jahren haben die Leute gedacht, wir haben Vogel. Das haben ja auch PR-Kollegen gesagt, aber das war ein sehr guter Deal und für uns sehr interessant. Sehr interessant, einfach weil wir jetzt was haben, was man immer braucht. Also Film gehört heute wie nichts anderes zum Geschäft. Dann haben wir Fork gekauft, das war diese Einheit, die sozusagen Plattform macht. Nachher habe ich auch einen Case von Fork, Jüdisches Museum, ist ein sehr cooler Design-Case. Das machen bei uns immer alle am liebsten. Kommunikation für Museen, für Kultur, für soziale Themen. Und die meisten Award-Einreichungen haben auch einen sozialen oder einen Umweltbezug, sozusagen. Und dann haben wir auch eine Experience-Marketing-Einheit aufgemacht mit 20 Mitarbeitern, die haben wir diesmal von einer anderen großen Agentur geholt, von BBDO, und haben die mal 1 Million in die Hand genommen, um sozusagen auch Mitarbeiter abzuwerben, die da keine Lust mehr hatten. Und genauso haben wir von Air Berlin, als die pleite gegangen sind, deren Performance-Marketing-Truppe abgeworben, weil bei Air Berlin im Reisegeschäft wird sozusagen 80% des Umsatzes über den ganzen Digitalkanal gemacht. Und so haben wir dann auch eine Performance-Marketing-Einheit gehabt. Das heißt, die machen Digital-Media und das ist das größte Geschäft, das es gibt. In Deutschland werden, ich weiß nicht wie viel, aber ein paar hundert Milliarden sicher investiert oder vielleicht, ja, vielleicht sind es auch nur 100 Milliarden in Werbung, in Media, in Verlage. Und das meiste geht inzwischen, viel geht davon zu Google. Und man muss, oder zu Facebook, und da braucht man eine Agentur, die das auch ausspielen kann. Ja, und das letzte war die Werbeagentur Philipp & Kontje in Hamburg.
Und mit allen zusammen, insbesondere Werbung, haben wir es geschafft, auf Platz 3 im deutschen Kreativranking von Horizont gerade, das ist eine Branchenzeitung, was ganz schön ist, weil über Kreativrankings messen sich die Agenturen gerne. Da gucken die Mitarbeiter, wenn ich einen Award habe, ist das so gut wie eine 1 bei Ihnen im Studium? Ist das so, wer bei der Agentur ist und einen Gold Award sozusagen in Cannes gewonnen hat, kommt in 2 Wochen, der kriegt entweder eine Gehaltserhöhung, kann sich einen Job aussuchen woanders. Das ist das Größte, was es gibt. Ja, was ist eigentlich dann sozusagen nochmal interessant überhaupt, weswegen gibt es überhaupt eine Agentur? Also Agenturen beraten ja meistens viele Unternehmen, die haben fast umfassenden Marktüberblick. Die haben den Blick von außen, wie Berater eben. Man kann auch unternehmerisch handeln. Wir können sozusagen ein bisschen schneller und flexibler sein als die Kunden. Und wir setzen Innovationen sofort ein, zum Beispiel KI. Das ist der zweite Case nachher, ist, dass ich mal zeige, wir haben mit KI schon die erste Kampagne gemacht. Und die würde ich euch gerne auch nochmal zeigen. Also Kreativität, Schlüsselfaktor. Aber was auch große Rolle spielt, ist sozusagen neue Technologie zu beherrschen. Früher waren Agenturen Rockstars, heute haben sie sozusagen aber eine ganz neue Rolle gekriegt und der Markt hat sich total geändert. Und was ist heute eigentlich die Herausforderung, die man sich so stellen muss? Olaf Scholz hat einmal von einer Zeitenwende gesprochen, die wir haben, und das scheint so das Narrativ der Zeit zu sein. Das gilt auch für den Agenturmarkt und für unsere Branche und für die ganze Kommunikation. Eben, dass Kampagnen total anders ausgespielt werden, eben nicht mehr übers Fernsehen. Meine Tochter, die sieht gar kein Fernsehen mehr, die würde man gar nicht mehr erreichen. Die guckt dann TikTok und holt sich da News. Und ich habe mal sowas mitgebracht, wie das funktioniert. Heute eine Kampagne, da war zum Beispiel die Aufgabe, sollte man für Langnese eine Kooperation mit Kindern bekannt geben, die haben gemeinsames Eis herausgegeben. Und früher hätten sie dann einfach Werbung geschaltet dazu. Also das heißt, sie hätten einen Film gemacht und den im Fernsehen geschaltet, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir haben in Hamburg, Berlin und vielleicht, das sind so die 2 Städte, wo man meistens Produkteinführungen macht, weil sie so ein bisschen innovativer sind. Vielleicht kann man es auch noch in Köln, vielleicht auch mal in Würzburg, ich weiß nicht. Deswegen in Hamburg eine Idee geschaffen, ein Frozen Store, das heißt so ein Store uns angemietet, in einer guten Lage, 3 Wochen, da ist alles Eis drin gewesen. Der sah cool aus und da gab es dann dieses Kindereis. Dann haben wir in Hamburg Werbung geschaltet, die Leute eingeladen, kommt vorbei. Und dann waren da diese Influencer, ich weiß nicht, ob die so kindergerecht, aber auf jeden Fall hatten sie viele Followers. Und ich weiß nicht, ob ihr kennt, Kathi Hummels ist zum Beispiel dabei. Und noch ein paar andere, genau. Über die ich lieber nicht zu viel erzähle. So, die haben im Prinzip das moderiert, darüber gesprochen und das gepostet und die Medien haben darüber geschrieben und in kurzer Zeit war das in aller Munde. Es waren auch, glaube ich, so 10.000 Leute da, die sich ihr Eis abgeholt haben und so hat diese Kampagne im Prinzip funktioniert. Es ist natürlich ein bisschen aufwendig, so einen Laden einzurichten, aber es macht unseren Leuten viel Spaß. Und ähnliche Kampagnen machen wir häufig. So funktioniert eigentlich heute eine Kampagne. Ja, also dann kann man auch noch sagen, dass total wichtig ist eigentlich, what's the next big thing? Apple hat ja gerade eine neue Brille rausgebracht. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen teuer. 3.500 Euro. Ich weiß nicht, wer sie sich kaufen will. Wir werden sie wahrscheinlich sofort kaufen, wenn wir sie kriegen, weil das ist wieder ein cooles Gadget, mit dem man neue Sachen ausprobieren kann, auch wenn man nicht immer damit rumrennen kann. Aber wahrscheinlich ist das auch was für Gamer, dieses ganze Thema. Und ich finde ja, eigentlich ist dieses Thema, das Metaverse-Thema noch nicht richtig angekommen. Während AI ist total angekommen, aber Metaverse, da ist noch, finde ich, wenig Geschäftsidee dahinter, höchstens für Gamer. Auf jeden Fall zeigt das nur eins, auch wie sich der Markt wandelt. Es geht viel um Technologie. Also das the next thing im Markt bei uns ist Technologie. Und wie man Technologie einsetzt, Marketingtechnologie.
Und wir haben dafür auch eine extra Agentur, aber ein bisschen außerhalb unseres Universums. Und das heißt zum Beispiel Software für die ganze Verwaltung der Marketingabteilung, alles, was man ausspielen kann, dass sie auch Designs ändern können, also eine Multisoftware. Und die heißt zum Beispiel Adobe. Wir haben eine deutsche Entwicklung, die heißt Senshare, für die machen wir zum Beispiel Beratung und setzen für Kunden was auf. Das ist total geil für Kunden, die so, kennt ihr Markilux, habt ihr eine Markise draußen, das ist zum Beispiel ein Kunde, hochwertige Markisen, und die haben riesige Kataloge und können das alles digital machen und die auch eigenen Vertrieb machen wollen, also zentralen Vertrieb und nicht nur über sozusagen Großhandel und nicht nur über dann kleine Stores, die andere Brands haben, sondern auch Internetvertrieb. Und das ist sozusagen total heiß gerade, weil wir vor dieser riesigen Welle stehen, der Digitalisierung, Technologisierung. Und AI ist dabei eigentlich ein ganz geiles Tool. Unser Best-Selling Product ist gerade AI-Beratung und Seminare und so weiter, weil jeder Vorstand fragt jeden Unternehmenskommunikationschef, was macht ihr eigentlich mit KI? Und dann kommen die zu uns und hat gefragt, oh Hilfe, der Vorstand hat gefragt, was macht ihr mit KI? Dann sagen wir, wir machen erstmal einen Workshop und dann implementieren wir euch ein bisschen davon was im Unternehmen. Es lässt sich zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, das ist eine der ersten Sachen, die ich jetzt schon häufiger gehört habe. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Jemand macht eine Rede, lässt die KI erstmal die ersten 5 Minuten machen und dann sagt er, das war jetzt alles KI und so ist die Rede mit KI und dann kommt er mit seiner eigenen Rede an. Aber der Gag ist wahrscheinlich schon durch. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, dem Vorstand zu erzählen, was kannst du mit KI anfangen? Du kannst mal so eine Rede machen oder wir machen jetzt deine Reports mit KI, dann brauchen wir nicht mehr so viel Zeit, sondern nur noch 10 Minuten pro Report. Und wir prüfen unsere Texte auch mit KI zum Beispiel. Die macht manchmal die Texte noch besser. Es gibt auch noch ein paar rechte Fragen, aber man kann auch Kunst und Code mit KI machen. Oder Werbung und Filme sogar. Und da sind unsere Kreativen natürlich schnell dran, das irgendwie heiß zu machen. So, dann gibt es noch mal ein paar andere Herausforderungen. Und das ist besonders schrecklich, muss ich euch sagen. Weil wenn ihr da oben seht, es geht um Zertifikate. Wozu braucht man eigentlich Zertifikate? Wenn man als Unternehmen, wenn ihr eine Agentur gründet oder eine Beratung, dann braucht ihr nach kürzerer Zeit ein Zertifikat, nämlich wenn ihr für ein DAX-Unternehmen oder für eine Behörde arbeiten wollt. Die machen die Ausschreibung sein, ihr müsst ISO-zertifiziert sein, ihr müsst umweltzertifiziert sein und wir möchten auch wissen, welchen Fußabdruck ihr habt, damit wir das in unsere Bilanz, ihr seid ja Lieferant, auch reinnehmen können. Jeder Lieferant muss in der Kette ja bald verfolgt werden. Es gibt ja ein neues Gesetz. So, deswegen, TISAX ist eine Zertifizierung, die musst du machen, wenn du mit der Autoindustrie zusammenarbeitest. Es ist im Prinzip eine IT-Zertifizierung, wir haben ja die neuesten Automodelle schon auf dem Bildschirm, bevor sie raus sind, also auch noch ein Jahr, bevor sie raus sind oder noch mehr. Und da gibt es natürlich auch ein paar Chinesen, die vielleicht mal gucken könnten oder andere, was sind die neuen Modelle, um die zu klauen oder so. Deswegen braucht man besonderen Schutz. Und das führte deswegen dann zu Albträumen, weil wir machen immer schöne Büros. Wir haben viel Glas drin, das sind coole Räume, so wie bei WeWork. Und dann mussten wir alles wieder abkleben. Großflächig, so mit Folie, dass man da nicht reingucken kann von außen. Es gibt T-Sax-Räume, die sind komplett abgeklebt. Das ist kein Spaß, wenn man gerne so eine offene Arbeitsatmosphäre haben will und sich dann wieder wegschließen muss. So viel zu Zertifizierungen, die aber natürlich irgendwie Herausforderungen sind, aber auch wichtig sind. Und die Bürokratisierung der Unternehmen schreitet voran, leider auch unseres Unternehmens. Das ist ein anderes Zertifikat, das ist von unserem Agenturverband. Ich hatte schon mal erwähnt, dass diese Rankings, die sind auch immer eine Herausforderung, weil man möchte relativ weit oben stehen. Und das PR-Ranking, da sind wir ganz gut, aber das Wichtigste ist eigentlich für uns das Kreativ-Ranking gewesen, wo es schon schön ist, wenn man auf den Platz 3 kommt, aber es ist auch anstrengend, weil man muss bestimmt an Personal, virtuellen Einsatz, ich sag mal einen Betrag von 1 Million Euro ausgeben, um in diese Sphären irgendwie zu kommen, unter die Top 10.
Das ist sehr aufwendig, da gibt es viele Agenturen, die da konkurrieren und alleine die Award-Einreichungen kosten Wahnsinnsgeld. Das sind riesige Gelddruckmaschinen, aber es spielt eine große Rolle. So, jetzt gucke ich mal. Und eine andere Herausforderung ist das Thema Haltung. Haltung spielt in unserer Branche auch eine gewisse Rolle. Also wie verhält man sich als Good Citizen? Sozusagen nicht nur, was stelle ich für Produkte her, sondern da beraten wir auch Kunden. Was müsst ihr tun eigentlich? Das ist eine große Herausforderung. Die Leute fragen, die Kunden fragen die Unternehmen, wie steht ihr zu LGBT? Wie steht ihr zu dem und jedem? Was macht ihr für die Umwelt? Und dann kommt nicht nur die Kunden, sondern auch noch BlackRock, kennt ihr wahrscheinlich. BlackRock ist an jedem Unternehmen fast der größte Anteilseigner, weil die in diese sozusagen in alle Unternehmen investieren müssen über ihre sozusagen Börsenzertifikate. Und dann natürlich auch fragen, was tut ihr für die Umwelt? Wir möchten gerne ein Reporting haben, sonst könntet ihr mit uns Schwierigkeiten kriegen. Und auch die EU sagt das. Und deswegen ist zum Beispiel das Umwelt- und Klimathema ein besonders wichtiges. Das nehmen wir auch total ernst. Und das ist aber auch eine Herausforderung. Jetzt habt ihr ja schon darüber, dass ich euch schon ein bisschen beschwatzt habe, mit dem Start-up-Thema rausgekriegt, dass wir ursprünglich mal mit Umweltthemen die Agentur gegründet haben. Und jetzt ist natürlich deswegen besonders wichtig, was machen wir mit diesem Thema heute und wie gehen wir daran? Wir beraten auch Kunden dabei, aber es ist uns auch selber wichtig, vorne dran zu sein, aber nicht so sehr für die externe Kommunikation, sondern für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die fordern das auch ein. Also die würden auch auf uns zukommen, was tut ihr für die Umwelt und so. Das kann man, finde ich, auch gut. Und wenn sie sich dann auch beteiligen, ist es noch besser. Also das haben wir ein Umweltprogramm gemacht. Was wir nicht wollten, manche Agenturen, die haben gleich gesagt, wir sind schon, eine aus dem Süden zum Beispiel, wir sind klimaneutral. Wir haben Zertifikate gekauft, wir sind klimaneutral. Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir kaufen keine Zertifikate, das zählt für uns nicht, wir wollen keinen Wald in Brasilien pflanzen oder wir wollen nicht diesen modernen Ablasshandel machen, sondern lieber eigene Projekte. Was für Mitarbeiter, Mülltrennung, wir haben jetzt, ich glaube, fast alle Autos sind inzwischen E-Autos. Wir haben eigene Stromtankstellen. Wir haben in den Gebäuden Fernwärme, Ökostrom gerade gekauft. Und wir bauen in Hamburg, jetzt gucke ich mal, leider ist da ein kleiner Fail, das zeigt es nicht. Deswegen kann man sich es nur vorstellen. Wir bauen in Hamburg ein Gebäude, auch ein recht großes Gebäude, was die neuesten Umweltstandards berücksichtigt. Ein Holzhybridgebäude vom Architekten Carsten Roth geplant. Und das wird eine Tiefenbohrung kriegen, wo wir die sozusagen Heizenergie aus dem Grundwasser beziehen quasi über eine Wärmetauscher, also sozusagen eine moderne Wärmepumpe in größerer Form. Das versuchen wir zu machen und wir planen in Köln und in Hamburg auf die jetzigen Gebäude auch noch Solaranlagen und haben natürlich, aber wir wären ja nicht gewitzt, wenn wir das nicht auch als Beratungsprojekt machen würden. Wir beraten also auch andere Unternehmen dabei. Wir beziehen es in Kampagnen ein und am Schluss habt ihr gesagt, sollt ihr auch noch mal was zur Krisenkommunikation sagen, das kann ich vielleicht jetzt auch schon mal sagen. Wir passen dabei auf, was du sagst und nicht, weil zum Beispiel dieses Zertifikate-Thema, habe ich schon gesagt, ist kritisch. Genauso ist das Klimaneutralitätsthema per se kritisch, weil es kann es eigentlich nicht geben. Weil wir gar nicht nachvollziehen können, was alles das Klima beeinträchtigt. Wir können es weit kommen, aber nicht nachvollziehen. Und dann gibt es noch dieses Greenwashing-Thema. Die meisten verkaufen heute E-Autos als umweltfreundlich. Ich würde aber nicht sagen, dass unter dem E-Auto unter dem Öko-Aspekt beworben werden kann. Dann wird man nämlich später mal Probleme kriegen. Wie wir ja wissen, dass auch der Diesel mal Probleme gekriegt hat, wegen der Bewerbung auch. Weil Autofahren per se, das vergessen manchmal die Leute, die damit zu tun haben, immer die Umwelt belastet, egal wie. Ein Auto belastet immer die Umwelt, das Autofahren, diese Methode der Fortbewegung. Und
Ein Auto verbraucht Kohlestrom, ist in der Produktion auch klimaschädlich. Und selbst ein Fahrrad, da kommt der Stahl aus China. Da muss man auch mal gucken. Das ist auch nicht per se umweltfreundlich, sondern mit allem, was wir tun. Deswegen würde ich auch sagen, das beziehst du nicht immer in Werbekampagnen ein, weil du kriegst später ein Problem damit. Du wirst in Amerika verklagt. Die Leute sagen, du hast das behauptet und das stimmt nicht, ist dann rausgekommen. Das ist zum Beispiel eine Krisenprävention, wenn man das nicht in die Werbung einbezieht. Nur manche Marketingleute vergessen das auch gerne mal. Da muss man sie immer wieder dran erinnern und vielleicht seid ihr die auch, die dann im Unternehmen daran mal erinnern, welche Versprechen beziehe ich in die Werbung ein, in die Kommunikation und kann sie dann nicht später nicht halten, vielleicht in ein paar Jahren. Deswegen sollte man krisenneutral sozusagen kommunizieren und deswegen sagt man auch nicht immer etwas ist, sondern wir sind auf dem Weg irgendwo hin. Jetzt komme ich auch noch mal zu dem Thema Mitarbeiter. Das ist mir auch ein besonders liebes und Führungskonzepte. Da werdet ihr mich sicher noch mal fragen. Gut, wir duzen uns alle in der Agentur, ist jetzt bekannt. Aber ihr wisst vielleicht noch nicht, dass für uns, sonst wird ja mal gesagt, der Kunde ist König. Und bei uns heißt im Prinzip eher, der Mitarbeiter ist der Wichtigste, weil Top-Mitarbeiter spielen die wichtigste Rolle. Wenn ich gut ausgebildete Mitarbeiter, motivierte Leute habe, dann habe ich kein Problem, Kunden zu kriegen. Also eigentlich kommt es darauf an, gute Leute zu haben. Und ich glaube, dass dann Aufträge automatisch kommen. Wie kann man das vielleicht nochmal sagen? Wie ist das bei uns, wenn ihr jetzt mal da reinguckt und vielleicht auch mal in der Agentur wärt? Dann sind wir normalerweise meistens in Branchenteams, also je nach Themenschwerpunkt, organisiert, auch über die Standorte hinweg. Und da gibt es dann auch eine Heimat in den Teams, wobei die muss nicht unbedingt der Standort alleine sein, sondern das Team geht dann auch manchmal ein bisschen weiter. Und was lernen die Leute bei uns irgendwie jeden Tag? Also was ist eigentlich das Management-Rezept, Mitarbeiter mitzunehmen und sozusagen auch zu tollen Talenten für die Kunden irgendwie zu bekommen und dass sie Spaß dran haben. Für uns heißt das, dass wir versuchen, dieses Unternehmerische auch ins tägliche Leben reinzunehmen und das heißt viel Verantwortung, komplette Verantwortung. Und das kann man auch sehen, wenn ihr mal im Unternehmen seid, ihr werdet auch Praktika machen, dann seht ihr immer, welchen Einblick habt ihr zum Beispiel in Datenbanken, in Sachen des Unternehmens. Und da seht ihr schon, ob ihr viel Verantwortung habt oder nicht. Habt ihr Zugang zu Informationen? Und bei uns heißt das auch, mich fragen die Leute dann immer, ja, du bist ja der Chef vom Unternehmen, dann musst du ja immer die Aufträge akquirieren. Ich sage, nee, das machen alles die Teams. Ich habe damit eigentlich wenig zu tun. Weil das ist sozusagen auch ein bisschen demokratisiert, anderes Führungsprinzip. Gib das nach unten, die Aufgabe. Lass die Leute selber das Business machen, die pitchen, die gewinnen und freuen sich drüber. Da muss man vielleicht manchmal mitlaufen, aber zu viel hat man eigentlich nicht zu tun. Dann, was noch wichtiger ist, ich glaube zwar, auch ein Trend, sehr genau schon aufs Gehalt zu gucken, es ist auch komplett legitim, muss man auch. Aber noch viel wichtiger ist irgendwie, auch für einen guten Manager, vor allem in der Agentur, wo Leute schnell wachsen wollen, schnell vorankommen wollen, ist, dass man irgendwie sich weiterentwickeln kann. Dass man zusätzliche Kompetenzen relativ schnell kriegt und nicht so viele Hierarchien hat. Und zum Beispiel, wenn man wir machen ein Trainee-Programm, zum Beispiel in der PR, nicht in allen Fächern, es gibt auch unterschiedliche Programme, wie man einsteigt. Aber dieses Trainee-Programm ist halt ziemlich ausgearbeitet. Da gibt es die Mitarbeiter aus allen Standorten kommen da, die lernen pitchen, die neuesten Dinge und die wechseln danach auch mal die Teams. Die gehen auch mal an einen anderen Standort. Die machen auch mal Werbung oder die machen mal Content Force oder nicht nur Beratung. Content Force ist das, wo die eher texten und so und sich mit Social Media beschäftigen. Das heißt Trainee-Programm, viel Verantwortung. Und wenn du raus bist aus dem Trainee-Programm, dann kannst du eigentlich gleich schon Führungsverantwortung übernehmen. Dann kannst du zum Beispiel, weißt ja, wie es geht, hast ja selber gerade mitgemacht, auch ein Trainee ausbilden. Auch nach kürzerer Zeit.
sieht man dann auch das erste Mal selber, wie man vielleicht jemand ausbildet und jemand hilft im Job. Und das ist eben das Geile auch in der Agentur, als Agency Life, das geht alles schnell voran relativ. Dann, wie ist das bei den Arbeitszeiten? Wir waren die Ersten, die weg waren, sozusagen zu Hause, weil alle Laptops hatten und alle Internet, sozusagen diese VPNs. Und die sind immer noch nicht wieder zurück. So viel zum Agency Life. Aber sind schon wieder zurück, aber es gibt auch viele, die inzwischen an dem Ort in der Welt, in Neuseeland, in Singapur sitzen und da arbeiten, so im Homeoffice. Und dann gibt es das Neueste, ist auch eigentlich gar nicht mehr so neu, kennt ihr sicher auch, Workation. Fragt ihr das, ob es Workation gibt, wenn ihr irgendwo in einen Job geht oder nicht? Also das ist, das heißt so, macht bei uns auch das Management manchmal, die sagen, okay, ich hänge nochmal 2 Wochen Arbeit dran an Urlaub. Es ist einfach in Spanien im Winter schöner und wenn ich keine Kundentermine habe, dann kann ich da machen. Das ist, wenn die Arbeit gemacht wird, auch okay. Und gehört eigentlich auch, allerdings ist das dann, wenn man dann sagt, was sind die Anforderungen an die Führung? Die Anforderungen sind gewachsen. Weil wie will ich mein Team so zusammenhalten? Das ist natürlich ein bisschen komplizierter geworden, wenn ich das digital, der eine da, der andere dort. Also für die Führungskräfte ist das eigentlich die größte Herausforderung, nicht für die Mitarbeiter. Auch das ganze Corona-Thema. Ja, jetzt ist es immer alles schön in der Agentur, aber es gibt manchmal auch Probleme. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, ja, nicht hier, sondern da haben wir auch ein Problem. Ich muss mal gucken, wo das Problem ist. Nicht hier. Jetzt ist es auch weg. Nee, vielleicht ist es auch aufgefressen. Ich habe euch, oder diese ganze, nee, das war vorher, genau. Da ist das Problem. Seht, 9 Agenturen und was entsteht so? Eigenleben. Eigenleben. Es werden Silos mit der Zeit. Und das erlebt jedes Unternehmen, das hat seine Silos. Das heißt also Einheiten, die so Eigenheben, wir lassen ja auch noch die Kulturen, da entstehen da Silos. Und jetzt ist aber irgendwie natürlich eine Herausforderung, die Zusammenarbeit zu fördern, weil wir sind ja so auch angewiesen auf die vielen Spezialisten heute. Und deswegen haben wir eigentlich ein bisschen geguckt, wie kannst du denn diese Silos dann so ein bisschen runterkochen, wie kriegst du das hin, damit zu arbeiten. Also wir incentivieren Management nicht nur in den Silos, sondern versuchen das auch noch eher sozusagen Bonusse gibt es übers Ganze. Und jetzt haben wir noch ein neues Instrument, das ist für uns noch relativ neu, das nennen wir Key Account Management. Gibt es auch im Lebensmitteleinzelhandel für die großen, für Coca-Cola oder so, bei Lidl. Ja, Key Account Management, das heißt ein Berater, der soll den Kunden Zugang zu allen Einheiten und Experten und Expertisen verschaffen. So, dann könnte das besser laufen, weil der kennt sich aus und der steuert dann die unterschiedlichen Einheiten an. Weil wir wissen und denken, dass das größte Wachstumspotenzial bei den Kunden liegt, die man schon hat. Also wenn ich dem einen Kunden nicht nur eine Sache, sondern 7 Sachen verkaufe, dann habe ich natürlich ein anderes Potenzial. Also die eigenen Kunden, die kann man eigentlich am besten erschließen, ist auch sehr viel günstiger, als neue Kunden zu finden. Die sind ja in einem Bereich schon überzeugt. Ein Beispiel. Bei uns gibt es so einen Trend in der Agenturwelt, der heißt so, ich weiß gar nicht das Fachwort, aber das heißt, dass du so Agenturen, Spezialagenturen für einen Kunden nur machst. Und wenn der Kunde groß ist. Und wir haben auch so eine Agentur gemacht, die heißt Blue United und arbeitet für die Deutsche Bank und macht für die Deutsche Bank die Werbung und das Content Marketing. Und da sind dann unterschiedliche Experten in dieser Agentur drin, vielleicht 60 Leute oder so, die arbeiten dann quasi nur für die Deutsche Bank. Das ist zum Beispiel auch noch so eine Lösung. Da führe ich dann plötzlich in einer neuen Organisationsform diese ganzen Jungs zusammen, je nachdem, wie ich es brauche. Das ist so Custom Build sozusagen. Ja, dann glaube ich, leider ist es so, auch eine Agentur hat, wie gesagt, ein bisschen Bürokratie und unsere Leute spüren das auch. Wir haben eine Fokussierung auf Zahlen, auf Controlling, regelmäßige Meldung, Rückmeldung zur Wirtschaftlichkeit
Und wir nutzen damit auch Programme für zum Beispiel Salesforce, ein Agenturmanagementprogramm, dann so Startups, die haben gegründet Personios, eine ganz geile Geschichte, und Google Tools. Also alles läuft im Prinzip digital. Und wenn wir, ihr sagtet auch nochmal, Führungsmethoden, die wir auch, wir versuchen uns immer so ein bisschen an den Hightech-Unternehmen bei Führungsmethoden zu orientieren. Also früher hat man geguckt bei Springer Jacobi, das war jetzt kein Hightech-Unternehmen, der Werbeagentur-Ikone. Wie haben die sich organisiert? Heute guckst du zu Google oder zu anderen, zu den Startups und Hightech-Unternehmen, die es geschafft haben, größer zu werden. Und die machen zum Beispiel, von denen haben wir uns abgeguckt, heißt OKR, Objectives and Key Results. Das wird von vielen Teams bei uns eingesetzt. Das ist eigentlich so ein Tool für das Team oder die Leute, die Einheit. Und die machen sich dann, setzen sich selber Ziele und checken das immer alle 3 Monate. Und die haben eine Zielliste, da gucke ich nicht drauf, da guckt das Management nicht drauf. Höchstens, wie sie die Ziele machen, das ist dann auch, aber das ist sehr praktisch. Was nehme ich mir vor? Kommt so aus der Softwareentwicklung. Was nehme ich mir vor? Ich will 5 Kunden im nächsten 3 Monaten sozusagen ansprechen oder so, was auch immer. Und das ist zum Beispiel ein ganz gutes System, weil in der Softwareentwicklung musst du auch immer in so Perioden arbeiten, um die Software wirklich weiterzukriegen. Ja, ich glaube, bevor ich dann so zu den letzten Punkten komme, habt ihr auch nochmal in meinem Briefing gefragt, was gibt es denn eigentlich bei euch für Krisen? Über Krisen spreche ich nicht so gerne in eigener Sache. Ich habe aber sowas, ja, ab und an, es gibt schon mal Krisen. Eine hängt mit dem Fußball an, zusammen. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Fußballverein, für den wir schon gearbeitet haben. Und da gibt es, dann macht man auch für den Vorstand Konzepte und zum Beispiel zur Kommunikation oder zu anderen Dingen oder zu Strategiefragen. Und dann kann es passieren, dass der Vorstand von einem auf den anderen Tag vom Aufsichtsrat gefeuert wird. Und dann ziehen die hier aus der Aktentasche, was ist denn das Konzept von der Agentur XY? Das hättest du ja irgendwie, das wird dann sozusagen öffentlich gemacht und er hätte irgendwie viel Geld ausgegeben für solche Sachen. Und dann plötzlich tauchen wir in den Fanforen auf, sponsored by Fischer Appelt. Ja, von einem großen deutschen Fußballverein und so. Das sind die kleinen Risiken des Kundengeschäfts. Ich habe es auch mal gehabt, da haben wir in Hamburg das Thema Umwelthauptstadt kommuniziert und da gab es 3 Regierungen kurz hintereinander und ständig Wahlkampf. Und dann kam die Morgenpost in Hamburg und fragte, Herr Fischer-Appelt, wofür bekommen Sie die 1 Million für die Umwelthauptstadt? Für sich oder die Umwelt? Ich sagte, für die Umwelt. Und strahlend in die Kamera, riesig groß. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, irgendwo auch noch da. Natürlich nicht, verwenden wir das nicht für die Agentur, es etwas vergilbt. Da ist es. Wofür bekommt Ihre Firma 1 Million Euro? Die PR-Agentur Fischer-Appelt verkauft Hamburg als Umwelthauptstadt. Ja. Wir verkaufen das als Umwelthauptstadt und da reiste ein Zug durch Deutschland und Europa mit Ideen aus Hamburg und brachte wieder Ideen zurück. Und natürlich braucht man für die Umwelthauptstadt Kommunikation, sonst hat sie auch gar keinen Sinn. Da muss man dann selbstbewusst damit umgehen. Aber ich kann euch sagen, alles was Sport und was Politik ist, landet in großen Gazetten, hat die große Aufmerksamkeit, viel mehr als die Unternehmen sonst. Deswegen, wenn man in dem Bereich tätig ist, muss man sich auch mit Krisen beschäftigen. Und jetzt gerade, ist natürlich auch schon öffentlich geworden, haben wir auch ein ganz interessantes Thema. Wir beraten gerade zum Beispiel die ARD in ihrer Krise. Und das ist wirklich spannend, weil da bist du ja in einer Situation, wo manchen auch nicht passt, was du machst. Als ARD gibt es auch die Privaten, die würden sich vielleicht auch manchmal über mehr Geschäft freuen. Und es gibt dann natürlich hausgemachte Themen und die eine oder andere Krise kommt. Und wie verhält man sich in dieser Krise? Das ist das eine, das ist meistens sehr akut, mit Tag- und Nachtschichten oder Wochenendschichten verbunden. Und das zweite ist, wie kommt man aus der Krise wieder raus? Wie kann man sein Image wieder verbessern? Das sind eigentlich die 2 Punkte der Krisenkommunikation. Aber ich habe ja versucht, euch schon klarzumachen, die beste Krise ist irgendwie die, die man ganz vermeiden kann. Aber wir werden oft gerufen, wir versuchen es aber im eigenen Sinne zu vermeiden und ja, dann sozusagen nicht mehr
so weit zu kommen. Jetzt komme ich zum Schluss und möchte euch nochmal zeigen, also wir versuchen dann so ein Thema mit diesem aktuellen Thema, was wir haben, mit dem Storyverse, mit unserer eigenen Mission, mit A Good Narrative Can Remake the World. Wie mein Bruder hat sich da, wie gesagt, eine Auszeit genommen, war, oh, da habe ich noch gar nicht gesagt, 2 Jahre in Harvard, hat das entwickelt als Research Fellow am Politikinstitut sozusagen und hat auch, glaube ich, noch 2 Leute gehabt, die da mitgearbeitet haben, was super gut war, also 2 Wissenschaftler. Und jetzt sind da 2 Bücher rausgekommen. Er erzählt die Geschichten zur Zukunft, für Gesellschaft, für Unternehmen. Und wie wichtig das ist, das kann man auch an Ulla Scholz' Worten da sehen, mit der Zeitenwende, was ein Wort auslösen kann, die er gesagt hat, um zu rechtfertigen, dass er ins Militär eigentlich mehr investiert. Aber die Zeitenwende gilt auch noch für andere Sachen. Und wenn man die Politik beobachtet, sieht man, wie wichtig Narrative sind und welche Rolle wir spielen und dass nicht nur Zahlen wichtig sind, sondern die Storys. Die Storys sind für die Menschen meistens viel wichtiger. Damit möchte ich eigentlich auch aufhören. Wir sind, glaube ich, auch, ihr seid erschöpft. Meine Zeit ist abgelaufen. Ihr habt keine Fragen gestellt, das ist schon mal ganz kritisch. Ja, und auf jeden Fall, was ist eigentlich das Besondere an einer Agentur? Agentur muss Spaß machen. Du musst echt Spaß dran haben und du brauchst eine Agenturkultur. Sozusagen, Agency Life is different. Sonst würden wir die Leute gar nicht bekommen und wir sind in Umfeldern, wo die Unternehmen einem sonst wie viel Geld zahlen für Mitarbeiter. Wenn wir Agency Life nicht hätten, könnten wir die gar nicht halten. Und das ist das Spannende, das ist das auch, weswegen es noch Agenturen gibt und nicht alle Mitarbeiter abgeworben sind, weil viele Leute Bock drauf haben. Man muss sich in einem Tag nicht 4-5 Stunden in Meetings verbringen, sondern kann auch was schaffen. Man trifft nette Leute. Und man ist vorne dran. Man ist irgendwie vorne dran an den Entwicklungen. Auch New Work und den ganzen Dingen, wir sind da alle vorne dran und die Unternehmen gucken sich das langsam ab. Eigentlich ist das auch ein Role Model. Die Agentur muss auch ein Role Model, also für Arbeitskultur sein. Und das müssen wir immer aufrechterhalten. Das ist sicher die größte Herausforderung, macht aber auch am meisten Spaß. Und ich freue mich, von euch auch vielleicht noch ein paar Impulse dazu zu kriegen. Vielen Dank.